Distelhäuser präsentiert. Die zweite HBL. Wir sind wieder da. Kevin Klatt, nach langer, langer Zeit endlich dann wieder Handball. Handball mit Zuschauern, erstes Spiel der Saison. Natürlich nach so langer Vorbereitung ist man dann doch ein bisschen enttäuscht, wenn das nicht ganz so umgesetzt werden konnte, wie man das gerne gehabt hätte. Ja, ich denke, wenn man verliert, ist man immer enttäuscht. Wir wussten, dass die Aufgabe hier in Aue sehr schwer ist. Und dass alles zusammenpassen muss, gerade mit unserer Personaldecke, dass wir hier was Zählbares mitnehmen. Aber am Ende haben wir alles versucht und konnten hier leider nichts mitnehmen. Ja, drei alte Hasen sozusagen am ersten Spieltag ersetzen dann einen jungen 20-jährigen Spieler, der das erste Pflichtspiel für die Wölfe macht, gerade in solch einer verantwortungsvollen Position einzusetzen, war für ihn sicherlich auch nicht einfach. Ja, klar, es ist nicht einfach, aber wir haben ja Jonathan auch geholt, weil wir da schon ein großes Vertrauen in ihn haben. Nur das über 60 Minuten zu machen, ist, glaube ich, für keinen Spieler einfach. Man hat das ja gemerkt, gerade in der ersten Halbzeit konnte er noch viele gute Akzente setzen und in der zweiten Halbzeit fiel es dann auch immer schwieriger, weil auch irgendwo einfach die Luft gefehlt hat. Und das war ja nicht nur bei einem 20-Jährigen so, das war auch bei den erfahreneren Spielern so. Und das konnte man durch die ganze Mannschaft, jetzt mal unsere Außenpositionen, die heute beide doppelt besetzt waren, erkennen. Aber wir haben viel Substanz verloren im Laufe des Spiels und konnten dann vielleicht am Ende, auch wo wir alles probiert haben, 7 gegen 6, 4-2 Deckung, dann aber nicht mehr so zusetzen, um das nochmal entscheidend zu verkürzen. Da muss ganz einfach gegen so eine routinierte Mannschaft alles passen, wenn man das dann so umsetzen will, vor allen Dingen dann nachher 7-6. Und was mir, sag ich mal, nicht so gut gefallen hat, war eben der Rückraum, dem es da zumindest in der ersten Halbzeit sehr, sehr an Durchschlagskraft auch gefehlt hat. Ja, es war schwierig heute für unseren Rückraum gegen die großgewachsene, kompakte Auer Deckung. Aber auch da, die drei Jungs müssen wie gesagt fast durchspielen. Und deswegen haben wir auch dann versucht, 7 gegen 6 zu spielen und andere Lösungen zu finden, was uns dann auch gelungen ist. Ich finde, wir haben genug Torschancen, verschießen vielleicht den einen oder anderen Ball zu viel. Oder man kann auch sagen, der Auer Torhüter hat einen guten Tag gehabt, hat gut gehalten. In so einer frühen Phase der Saison und auch nach so einer langen Zeit jetzt ohne Handballspiel ist das vielleicht auch noch normal, dass man den einen oder anderen technischen Fehler mehr macht oder den einen oder anderen Fehlwurf zu viel hat. Daraus müssen wir lernen, das müssen wir abstellen und dann werden wir auch schnell erfolgreich sein. Was mir irgendwo gut gefallen hat, ich hatte so manchmal ein bisschen den Eindruck, jetzt brechen sie irgendwie so total auseinander, dass ihr dann, wenn man teilweise 4-5 Tore schon zurücklag, aber trotzdem immer wieder einigermaßen rangekommen seid, gerade dann wieder so ein bisschen ins Spiel gefunden habt. Ja, das muss man der Mannschaft auch anrechnen. Das haben wir gut gemacht. Wir haben uns nie aufgegeben, wir haben immer dran geglaubt. Und das meinte ich ja gerade mit ein bisschen mehr Substanz oder der einen oder anderen Option heute mehr, wäre hier sicherlich auch noch mehr drin gewesen. Aber das hatten wir heute halt nicht. Du hast 5 neue Spieler. Fangen wir an im Tor. Hast Marino Malwitz die erste Halbzeit spielen lassen. Wie warst du da zufrieden? Ja, Marino hat ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Die ersten 10 Minuten war das noch nicht so, aber danach hat er sich gesteigert und hat wichtige Bälle für uns gehalten und uns ja dann quasi auch auf Augenhöhe geführt mit Aue. Ja, du hast dann später auch nochmal gewechselt, Andi Wieser auch nochmal gebracht und da konnte man sehen, dass auf ihn trotzdem Verlass ist. Ja, das hat man jetzt überhaupt in der ganzen Vorbereitung gesehen. Beide Torhüter unterstützen sich gut und auf beide Torhüter ist auch Verlass. Meistens hat der eine einen besseren Tag als der andere und das müssen wir halt immer rausfinden, wer da gerade einen guten Tag hat. Ja, man ist natürlich ein bisschen enttäuscht. Man soll auch ein bisschen was Positives dabei sehen. Ich glaube, in der Halbzeit wart ihr 4 Tore zurück.
Am Schluss waren es nur 3, also war die zweite Halbzeit dann doch ein bisschen besser gestaltet für die Wölfe, dass man trotzdem einigermaßen positiv ins nächste Spiel schauen kann. Ja, du hast es ja gesagt, wir haben uns halt nicht aufgegeben. Wir kommen mit dem 7-6 auch nochmal auf 2 Tore ran, haben da aber auch wieder viel Kraft investiert, liegen dann wieder 5 Tore hinten, können dann mit einer 4-2-Deckung nochmal auf 3 Tore verkürzen. Also die Mannschaft hat, wie gesagt, hat sich nicht aufgegeben, hat gekämpft, aber ja, wurde dafür nicht belohnt. Wie schaut es aus? Kannst du schon Stand heute was sagen, wie es mit den Verletzten aussehen wird? Gibt es da eine Chance, dass der eine oder andere nächste Woche dabei sein kann? Ich hoffe, dass das so ist, aber da müssen wir Rücksprache mit den Ärzten halten. Die entscheiden das am Ende und ich freue mich, wenn ich dann mehr Spieler zur Verfügung habe. Gute Heimfahrt. Dankeschön, Kevin. Dankeschön. Distelhäuser präsentiert. Die zweite HBL. Wir sind wieder da.